Hallo Freunde, herzlich willkommen. Ich bin's, euer David. Ich hoffe, euch geht's gut. Svenja und ich sind endlich mal wieder hier in unserem Garnelengeschäft und können ein Video für euch machen. Heute wird's um die Zuchterfolge und die Zucht generell von Karidinergarnelen gehen. Viele von euch wissen ja, dass das nicht immer ganz so einfach ist und bei vielen beim ersten Mal nicht direkt klappt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende vom Video dabei, denn wir werden euch ganz genau sagen, was wir gemacht haben und worauf es unserer Meinung nach ankommt, dass es mit der Zucht klappt. Wir sind von den Ergebnissen wirklich beide positiv überrascht. Es sind so viele Jungtiere jetzt hier im Winter gekommen, die mittlerweile schon eine recht nette Größe haben, aber ihr werdet es gleich selber sehen. Ich würde sagen, wir schauen uns Svenjas wunderbare Garnelenaufnahmen an und stürzen uns direkt ins Aquarium. Im letzten Video, das wir hochgeladen haben, ging es darum, wie wir unsere Redbees ausselektiert haben. Redbees sind Karidina Logomani Garnelen, die auch nicht ganz so einfach zu züchten sind, aber es hat im Verhältnis zu Taiwan Bees und anderen Kreuzungen immer noch leichter geklappt bei den meisten Leuten, mit denen ich darüber geredet habe. Bei uns seht ihr, mittlerweile sind noch mal mehr gekommen. Also bei den Red Bees geht's super weiter. Was wir euch aber nicht gezeigt haben, sind die Black Bees. Selbe Garnelenart, wunderschöne Tiere, bei uns eben mit Fokus auf leuchtendem Weiß und deckendem Schwarz. Wir haben jetzt nicht so drauf geachtet, wie die Musterung ist. Ist uns einfach nicht so wichtig. In erster Linie ging es uns persönlich erstmal darum, dass wir überhaupt Nachzuchten haben und dass diese auch super schön gefärbt sind. Und ich finde, das ist uns ganz gut gelungen. Was wir hier auf jeden Fall zukünftig machen werden, bei sowohl Black Bees als auch weiterhin bei den Red Bees, ist es, dass wir jetzt anfangen, nach Mustern auch zu selektieren, damit wir euch einfach auch die Möglichkeit geben können, dass ihr im Shop sagt, hey, wir wollen Red Bees oder auch Black Bees mit Streifenmuster, wir wollen welche mit weißem Hinterleib oder mit Punkt und so weiter. Also das wird zukünftig kommen. Allerdings ist das jetzt nicht das Wichtigste. Ich würde sagen, wir schauen mal zu was anderem, was nicht so leicht zu züchten ist und auch sehr beliebt in der Aquaristik, und zwar die wunderschönen Blue Bolt. Über Blue Bolt haben wir eigentlich noch nicht wirklich viel gesprochen auf unserem Kanal, obwohl es wunderschöne Taiwan Bees sind. Ihr könnt sehen, dass es da ganz verschiedene Farbnuancen gibt. Bei vielen Züchtern geht es darum, einen möglichst weißen Hinterleib herauszuzüchten. Aber einige Leute sagen, hey, ich will auf jeden Fall so richtig schön blau gefärbte. Ihr seht es ja auch bei den Tieren, wir haben hier wirklich alles Mögliche mit dabei. Haben jetzt auch hier eine Menge an Nachkommen, wo wir anfangen können zu sagen, ja, wir bieten das einzeln an und züchten auch mit den einzelnen Linien weiter. Die vermehren sich hier drin wirklich super. Ich werde euch später noch erzählen, was für genaue Wasserwerte in diesen Aquarien wir fahren. Bleibt also auf jeden Fall noch dran. Die Blue Bolt war tatsächlich die erste Taiwan Bee, bei der das so gut mit der Zucht geklappt hat. Wir haben uns darüber riesig gefreut und freuen uns natürlich immer noch. Das nächste, was ich euch gerne zeigen möchte, was sehr schwer oder anspruchsvoll zu züchten gilt, zumindest sagt man das auch immer, meiner Meinung nach kann man das auf jeden Fall schaffen, wenn man sich gut informiert, sind die Pintos, und zwar sowohl Red Pinto als auch Black Pinto. Ist übrigens eine deutsche Zucht, das heißt, die Pinto-Garnelen, die es auf dem globalen Garnelenmarkt so gibt, sind alle ursprünglich aus Deutschland. Bei den Pintos gibt es die Zebra-Musterung und die Spotted. Die Zebra haben diese super schönen Streifen und die Spotted haben einen weiß gefärbten Hinterleib und Pünktchen auf einem roten oder eben schwarzen Vorderleib. Also das heißt, der Vorderleib ist schwarz mit den kleinen Punkten drauf. Da gibt es wieder unterschiedliche Hochzuchten, und wo man sagt, hey, die muss so und so viele Streifen haben und so viele Punkte. Da gehen wir dann auch Richtung Galaxy und so weiter. Aber das sind einfach wunderschöne Pintos, und ihr seht, bei den roten Pintos gab es eine regelrechte Explosion an Jungtieren, die alle sehr, sehr schön sind. Ein paar müssen ausselektiert werden. Das ist bei den Zuchten der Pintos normal. Aber im Großen und Ganzen sind wir damit sehr, 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 sehr zufrieden. Ich denke, euch gefallen die auch. Und die werden in ungefähr 3 bis 4 Monaten eine gute Größe haben, wo man die dann auch bestellen kann. Wir haben zwar jetzt auch welche, aber nicht so viele. Die wird es dann vermutlich Ende Mai geben oder Anfang Juni. So, eine kleine Überraschung, die ich für euch habe, da habe ich noch nichts drüber gesagt, ist etwas, was Svenja und ich, wo wir gesagt haben, das darf in unserem Shop und vor allem in unserer Garnelenzucht nicht fehlen. Und das sind die Red Fancy Tiger und Black Fancy Tiger. Und wir haben da keine Kosten gescheut und uns wirklich wunderschöne Tiere zum Start von unserer Zucht geholt.
damit wir einfach die in der ersten Generation schon nur schöne Nachkommen haben und wenig selektieren müssen und nicht erst ein oder zwei Jahre anfangen, nur die schönsten Tiere rauszusuchen, sondern wir haben gesagt, wir starten mit richtig guten Tieren, damit wir für euch auch richtig schöne haben. Und es hat nicht lange gedauert, ihr seht es selbst, hier sind Red Fancy Tiger Babys. Es sind tatsächlich von einer Mutter nur der Wurf, aber die hat gleich 30 bis 40 Jungtiere entlassen. Also wirklich super cool. Und bei den Black Fancies haben wir eine, die aktuell trägt. Wir rechnen damit, dass die diese oder nächste Woche dann die Eier entlässt, also die Jungtiere schlüpfen. Und dann werden wir sie vermutlich in den nächsten 2 bis 3 Wochen dann entdecken. Das heißt, hier drinnen wird gerade kein Wasserwechsel gemacht. Es wird mit Babyfutter gefüttert und alles sehr, sehr vorsichtig gemacht. Wir freuen uns halt riesig drüber, denn die gelten als schwer zu züchten und bei uns haben sie sich von Anfang an wohlgefühlt. Das ist wirklich toll. Jetzt kommen wir zu dem, was euch sicher am allermeisten interessiert. Und zwar, wie haben wir das geschafft, dass sich die Karediner Garnelen und zwar auch die schwer zu züchtenden bei uns so gut vermehren? Tatsächlich einer der klassischen Tipps, wir haben gar nicht so viel gemacht. Wir haben die ziemlich in Ruhe gelassen, nachdem wir am Anfang alles gut eingestellt haben. Die Wasserwerte sind wie folgt. Wir verwenden einen Leitwert von 350 bis 300, da variieren wir ein bisschen. Da könnt ihr auch sagen, hey, das ist mir so lieber oder so. Ich sag's ganz ehrlich, ich tue das Salz rein, ich schaue, wie viel es ist, ich mache das mittlerweile nach Gefühl. Und wenn es zwischen 300 und 350 ist, dann wird das Wasser auch verwendet. Ganz einfach. Dann haben wir Ebigold Shrimp Soil ausschließlich in unseren Aquarien. Der hat einfach den Vorteil, dass er sehr nährstoffarm ist, was sich wieder darauf auswirkt, dass es wenig Bakterien im Wasser gibt. Das mögen die Garnelen sehr, sehr gerne, da sie ja aus sehr nährstoffarmen Bächen ursprünglich kommen. Deswegen Ebigold Shrimp Soil ist da unser absoluter Favorit. Wir verwenden natürlich Osmosewasser, was wir mit Salty Shrimp GH Plus eben auf einen Leitwert von 300 plus minus 50, sage ich mal, wobei ich tendenziell zwischen 300 und 350 eben sage, es hat bei uns zumindest hier geklappt. Und das war's. Gefiltert wird mit einem ganz normalen Schwammfilter. Wir verwenden natürlich einen Oxidator, um die Sauerstoffsättigung und wiederum die Keimdichte niedrig zu halten. Und wir füttern mit verschiedenem Proteinfutter, Collarfutter und so weiter von Shrimp King und tatsächlich jeden Tag, wobei wir sehr wenig füttern. Und sobald wir Jungtiere entdecken, gibt es natürlich Shrimp King Baby, Artemia-Eier und viele Blätter, Seemandelbaumblätter, Walnussblätter, Erlenzapfen dürfen natürlich nicht fehlen und mehr ist es auch nicht. So hat es bei uns geklappt. Wenig Wasserwechsel, ungefähr 15% die Woche, sehr langsam mit temperiertem Wasser und das ist unser Erfolgsrezept. Ich hoffe, dass es bei euch auch so gut klappt. Gebt den Garnelen auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Es dauert, ändert nicht ständig irgendwas. Das ist das Allerwichtigste. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Karediner Garnelen und den Nachzuchten. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo freut uns natürlich auch riesig. Wir sind mittlerweile fast 4000 Abonnenten. Das ist unfassbar. Es wird Zeit, dass wir bald mal wieder ein Special mit Gewinnspiel machen. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr unseren Online-Shop für Garnelen und vieles mehr für euer Aquarium besucht. Mittlerweile seid ihr ja fleißig am Bestellen, was uns riesig freut. Nur so können wir dieses ganze Projekt, unter anderem auch den YouTube-Kanal, überhaupt machen. Das ermöglicht das Ganze. Also besucht uns gerne und lasst auch gerne euer Feedback da. Wir freuen uns über jede Kritik und jeden Verbesserungsvorschlag. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.